Du gehst schon in irgendwelche Keine Ahnung. Aquarien rein. Wo muss ich hin? Ja. In Skip, das spiel mein Aquarium. Level. Ja, und wo ist das? In dem Haus. Und wo ist das Haus? In der Stadt. Siehst du nicht mein Gameplay? Doch, ich will, Doch. dass du selber. Nein, oben links, glaube ich. Oben links, okay. Ja, du musst heute ein bisschen den helfenden Hasen aktivieren. Das weißt du. Aber ich muss dann immer so links aus dem Bild rausgucken. Das ist, glaube ich, nicht Ah, so das schaffst du ästhetisch. schon. Wir glauben alle an dich. So, links hoch. Hier müsste das Aquarium ja sein, Freunde, wenn er mich nicht belogen hat. Ich finde gut, dass Momo aus dem Bild rausschaut. Ich auch. King der Voice Cracks. Das bin ich. So, du musst auf die Treppen runter. Was du im normalen Leben nicht schaffst. Ohne Stürze. Heute schaffen wir es. Er kennt sich so. Ich kenne mich nicht so gut aus. Nein, aber ich habe ja Luga. Luga ist mein Ein und Alles für Pokémon. Und jetzt hier unten Aber raus, nur für oder? Pokémon. Ja. Schau mal, wie ich mich auskenne hier. Da freut Hm. man sich doch. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir werden jetzt weitermachen. Da, wo wir aufgehört haben. Du musst nur den Okay. Weg vorgeben. Aber Momo, Hast du noch ganz. Bälle? Soll ich kurz nachschauen? Schau halt mal nach. Ja, ich hab noch zwei. Digga, Oh. es ist so unlustig, auch mit die Alts. So, ich gehe jetzt hier weiter, ich besiege jetzt diese Frau. Am Strand entlang, oder? Okay. Immer am Strand entlang. Immer. Nikolas, ich hoffe, du bist stolz auf mich. So. Immer am Strand entlang. Warum ist hier die Frau Hä? nicht? Mag die mich vielleicht? Ah, hier ist sie ja. Die Boah, hasst dich. die ist aber leicht bekleidet. Ich weiß nicht, ob wir das hier auf Twitch zeigen dürfen. Nicht, dass Twitch mich hops nimmt dafür. Ich spreche sie extra dreimal an, damit es nochmal verstärkt wird, aber die will nichts von mir. Damit es mehr Schade Impact eigentlich. hat. Richtig. Bann. Ah, da ist noch eine. Die sehen alle gleich aus. 50% der Streamer wurden von einer Katze angepinkelt. Woher willst du das wissen, dass es nicht 100 sind? Hast du mitbekommen, dass ich heute Nacht angepisst wurde? Ja, klar. Ja? Wer hat das nicht Okay. mitbekommen? Weiß ich nicht, ich hab's nur am Anfang vom Stream erzählt. Nee, das hast du mehrfach Haben gesagt. bestimmt ein paar nicht mitbekommen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Das hat jeder mitbekommen. So, ich besiege jetzt dieses Ding hier. Was Als du machst du dir deine eigentlich so? Katze geholt hast. Ja, ich war heute Nacht noch bei Yannick im Stream. Und dann meinte ich so, ich gehe jetzt pennen, ich hole noch meine Katze. Heute früh bin ich, oder in der Nacht bin ich aufgewacht und alles war nass. Er war sehr, sehr stabil. So, was steht an? Wo lang? Mit der kämpfen, oder? Nur die will nichts von dir. Und warum nicht? Was soll das? Das sage ich jetzt lieber nicht. Geh einfach ein bisschen weiter, dann Nach oben, findest du schon oder? jemanden. Einfach nach oben, immer nach oben. Hier ist nochmal. Oh, die will kämpfen. Die hat es auf jeden Fall Das, was in Kai sich. sagt. Und ich merke gerade, ich kann die Lautstärke noch ein bisschen lauter machen für euch. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Ach, schreibt Tim auch gerade Audio rein, ja. 49. Jetzt hört ihr wenigstens was, Freunde. Sagt, ihr müsst aber auch was sagen. Ist Deine mega Cam leise. Mach mal leiser. das. Oh. Mach mal die Cam leiser. Hast du das falsche Mikro aktiviert? Habe ich das? Achso. Nee, die verarscht mich nur. Ich dachte, das wäre ernst. Alles gut. Luga ist da. Genau, Christian. Luga Christian ist ist da. auch da. Momo ist noch ein bisschen zu laut, okay. Ja, verstehe ich. Kann man leider nichts machen im Ich kann Endeffekt, mich gern ne? lauter machen, wenn das hilft. Nein, bitte nicht. Wo ist Germi? Stimmt, Germi hätte ich auch noch in meinen 12-Stunden-Stream einladen müssen, ne? Eigentlich. Digga, mein Gameplay laggt schön, Mangel. da freut man sich. Mach noch Gameplay ein bisschen lauter und dich ein bisschen leiser. Ach komm, Tim. Oder ist das gerade Ironie, weil das Gameplay so laut ist? Stürzt gerade mein Citra ab, oder? Wahrscheinlich. Alter, der Dome. Da freut man sich doch, wenn die Soling weitergeht, oder? Schön, dass du hier bist. Hallo. Nikolas, ja, übrigens. Was ist eigentlich nach Pokémon? Kann mir das mal jemand sagen? Ich habe den Plan null im Kopf. Er kennt seinen eigenen Plan nicht, ist auch verrückt. Vorher dachte ich mir so 14 Uhr, dachte ich mir so, hallo? Muss ich Wer mich hier ist beeilen? Bis ich dann das hier? gemerkt habe. Den habe ich einfach nicht benannt. Warum heißt der einfach Pampyro? Warum habe ich den nicht irgendwie Nikolas Marx genannt oder so? Hä? Weil Nikolas mag es nicht. Schmerzen, das war der Schrei der Schmerzen. Smash. Wen würdet ihr smashen? Achso, Smash ab 16 Uhr jetzt. War wieder lost. Alles gut, Freunde. Rein in die Masse wie eine Reißzahnattacke. Jawohl, Oh, ich direkt bin fast besiegt. tot. Nee, ich habe ihn besiegt. Bist du stolz?
Ich habe nicht aufgepasst, aber war bestimmt gut. Hat er die richtigen Attacken eingesetzt, Freunde? Safe nicht. Er hat einfach nur Momo, immer das gleiche getroffen. Momo verpeilt wie immer. Nein, ihr seht doch, ich mach's richtig, richtig gut hier. Schaut's euch an. Mit seinem Level 28 Pokémon. Das ist das, was so overleveled ist und womit ich... Ist das nicht gestorben? Egal, scheiß drauf. Ja, das wechsle ich auch nicht aus. Ich werde einfach heute nur mit Themen fighten. Ist mir egal. Nein, okay. Kein Lag. Bitte hör auf zu laggen. Ich würde dich nicht smashen. Guck dich an. Ja, kann ich voll verstehen. Ach stimmt, das andere ist gestorben. Ja, nevermind, egal. Schon so lange her. Schon wie lange? Ich habe letztens auf YouTube gesehen. 70 Tage kam der letzte Part. Boah, das ist... lange. Ich verstehe kein Pokémon. Luca, kann ich mal ein Anfänger-Bootcamp machen? Jonathan, lieben gerne. Sogar kostenlos. Aber nur, wenn... Oh. Ne, das klären wir privat am besten. Wenn was? Alles gut. Ich kann einfach wegen Folterknecht keine Attacken einsetzen. Was soll das? Ja, der hat dich halt geknechtet. Ja, ziemlicher Knecht, hätte ich mal gesagt, oder? Und das macht einfach keinen Damage. Knecht. Absoluter Betrug. Momo, nur so viel. Dein Gegner ist Wassergeist. Ich warte so. Auf den Moment, Momo, bis jemand in den Chat schreibt, man sieht die KP-Anzeige nicht. Bitte passiert es einfach nicht. Freunde, ich habe mein Bestes gegeben beim Zuschneiden. Bitte seid einfach glücklich. Ich zitiere so von gestern, es ist mir egal, was die Leute sagen. Nein, jetzt hau ich. Das hast du gesagt. Alles gut, Freunde. Momo hier, ja. Yeah. Man sieht die KP nicht. Fabi, bitte. Bitte keine Schmerzen. Ich habe gestern, glaube ich, eine halbe Stunde hierfür gebraucht, bis ich das alles... Was heißt denn KP eigentlich? Kraftpunkte. Okay. Stimmt das? Ja. Nein, ich bin gleich tot. Okay. Ich sterb jetzt. Ich war wieder nicht konzentriert. Es ist ein reinstes Trauerspiel. Luga. War es das jemals nicht? Jonathan, so dumm bin nicht mal ich. Er dachte das anfangs, glaube ich mal. Stimmt, das dachte ich früher wirklich. Wir haben es ihm gesagt. Ja, ich habe nur eins vergessen, zu spät zu heilen. Das war dumm. Jetzt habe ich eine gute Frage. Mit wem war das verbunden? Weiß das jemand? Enrico weiß das bestimmt. Oder Enrico, komm, der Profi. Weil ich weiß es nicht. Alter, Nikolas, ich habe in der Szene leider keinen Text-to-Speech drin. Ich habe es vergessen reinzupacken. Cringe. Kann jemand die Punkte wiedergeben an Nikolas? Ich bin dumm. Bist du dumm? Ja. Lecker. Wenn ein Geist ist, Geist gegen Geist, ergibt keinen Sinn, ne? Doch, das ist sehr gut sogar. Okay. Ja, dann schlecke ich ihn mal ab. Aber er ist Wasser. Aber er ist auch Geist. Ich schlecke ihn einfach ein bisschen ab. Du bist tot. Du bist was von tot. Man sieht die KP-Anzeige übrigens nicht. Ja, gut, ich würde sagen, das war's mit der Soul Link. Nein, das ist... Tim, sei leise. Nicht mehr. Tim, sei einfach leise. Er lässt ein Feuer-Pokémon. Ich nehme jetzt Effi. Jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich sehr wütend. Wer ist Effi? Ich sehe die Pokémon nicht, weil der Rahmen. Halt dein Maul. Nein, Freunde, alles gut. Wir beleben die wieder. Ist übrigens auch schlecht, was du machst, aber das kriegst du schon hin. Können wir die wiederbeleben? Oha, er hat sogar das eingesetzt, was Schaden macht. Es hat keinen Schaden gemacht, Bro. Aber die anderen Attacken noch weniger. Nämlich nicht. Es hat absolut keinen Schaden gemacht. Aber alles gut. Ja, Splatty, du willst nur den Schlafstream, ne? Das ist wieder klar. Begrenzer. Mach ihn doch einfach mal. Ja, Splatty will ja, dass ich in eine eigene Wohnung ziehe, weil ich ihm dann versprochen habe, mit ihm einen Schlafstream zu machen. Warum auch immer ich das ihm versprochen habe. So, bei dir sind Latios und Blubella tot. Christian, danke erstmal und danke auch Momo, denn das waren gute Pokémon. Ich setze jetzt wieder Christian ein. Hashtag Maurice Mömes. Ich auf der Games für mich mal eine Backpfeife. Aber nicht auf die Backen. Sondern auf die Pfeife.
Richtig. Habe ich da Schlafstream gehört? Richtig, Jonathan. Jonathan Hü, Alter, ja, Jonathan Hü. Ach, wir haben auch schon gerade auch ein paar auf der Box. Guck an, die sind halt wirklich schlecht, aber die sind da. Alter, so, die, mal, das ist voll das Kack, der Kackgegner, der macht viel zu viel Schaden. Nee, der Boden ist gut. Kacke. Boden oder Kampf, Luga? Auf jeden Fall nicht Kampf. Du darfst mir übrigens jetzt wieder Tipps geben. Ach so, das hatten wir ja mal, ne? Keine Tipps. Ja, darfst, ja, aber ich finde das so ganz, ganz angenehm, einfach mal nichts zu sagen. Ja, dann ist die Soulink in der noch vorbei, bevor der Stream. Also wie kann etwas vorbei sein, was schon vorbei ist? Ja, wir wollen es jetzt auch mal nicht hier so pessimistisch sehen, ne? Pessimistisch? Pessimistisch. Da ist doch ein R noch drin in dem Wort, oder? Nicht? In was? Ich nehme super drin. Pessimistisch, da ist doch ein R. P-E-R, oder? Bin ich dumm. Das sind 5, nein, das Freunde, könnt ihr mir nicht einfach mal ein Pokémon empfehlen? Bitte empfiehlt mir doch einfach mal eins. Die Perser. Was? Pessimistisch, ach so. Tim, ich wollte, ja, echt, man sieht, es wäre so spannend, also ich könnte es gar nicht, ich könnte mich gar nicht halten vor Spannung. Okay, ich schieb's jetzt ein bisschen nach oben. Zeig her, was du hast. Ja, wir haben noch 3 Pokémon auf der Box, du musst halt mal gucken, was wir noch haben. So, man kann jetzt die KP sehen, Freunde. Seid ihr jetzt glücklich? Ja, man sieht aber die KP-Zahlen nicht, nur den Balken. Alles, was rot ist, mein. Okay, ja, aber dann sag mir doch, welches Pokémon ich nehmen muss. Alles, was rot ist, nein! Damit nur rot Feuer nicht reinwechselt. Ja, warte, was hast du eigentlich? Wer ist denn Simon? Ich sehe das Pokémon nicht. So ein Drachen, so ein Drachenkack-Ding. Ihr beide müsstet mal eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Das wäre bestimmt smart, Christian. Ich würde verlieren. Bro, ich erkenne die Pokémon nicht. Ja, nick, ich auch nicht. Ich hab den gesagt, die Kommentare kommen. Kannst du dein Teamstück rüberschieben? Digga. Den Simon bitte auch nicht. Oder was nichts gegen den. Nikolas, als wüsste er, was Noctua ist. Ich heul gerade voll. Ich kann nicht mehr. Digga, ich hab Tränen in den Augen. Ich kann mich jetzt. Keine Caps hier. Der wechselt mal Noctua ein. Wo. Ob man was findet. Ich heule vor Lachen. Okay, gut. Ich nehme Enricos Tipp. Ich nehme Fabian. Alles wird gut, Freunde. Ich weiß nicht, was Noctua ist. Dafür habe ich ja Luga. Also, Momo wusste letztens nicht mal, was Mewtwo ist. Da war ich wirklich schockiert. Doch, den kenne ich aus Smash Bros. Den kanntest du letztens noch nicht. Ja, jetzt kenne ich ihn ja aber. Also sei doch lieber stolz, dass ich ihn kenne. Ja, nein, nicht Safari Ball. Bruder, was für Safari Ball? Safari Ball. Nur... Wer bist du nochmal? Achso, ja, du stirbst. Nein, ich heile ihn ja gerade, Bro. Alles wird gut. Wie wird die Soulink noch in kürzester Zeit vorbei sein? Abstimmung, da ist eine Abstimmung auf, Freunde. Oh. Gibt's die Abstimmung 2 Minuten? Achso, wird, es war keine. Okay. Die ist noch ein bisschen offen. Okay. Erstmal schwierige Entscheidung. Erstmal gegnerische Mon fangen mit den Safari-Bällen. So, was hältst du jetzt gegen den einen, gegen Geist? Was denkst du? Ja, Psycho. Nein, das war ein Spaß. Flug. Normal. Psycho oder Flug? Ach, können wir Geister treffen mit unserer Faust? Das wusste ich gar nicht. Hypnose. Weil du machst Gesichter auf, Gruber. Das ist Five-Head. Ich nehme den 50-50-Joker. Digga, ich hab das. Nikolas hat gesagt, ich soll Schnabel nehmen. Ich nehme jetzt Schnabel. Jetzt reicht's. Sieht die Attacke nicht. Was steht da? Schnar steht da nur. Schnar. Das ist Schnar.
Digga. Du bist und nochmal Schnarch. Ja, das ist aber wirklich Schnarch. Schnarch. Oh, ich kann in der Zeit wirklich noch Marathon laufen, glaube ich. Schnarch, Schnappi. Eli, du hast nichts verpasst. Sieht schlecht aus, Eli. Sind zwei Mons gestorben. Aber wir sehen sie nicht, weil das Layout zu klein ist. Digga, dann schiebe ich es halt noch ein bisschen. Ja, da gibt's nichts zu schieben, du musst es skalieren. Wie er da jetzt rumschiebt. So, jetzt könnt ihr stolz sein auf mich. Schrumpf es doch ein wenig. Wie kann ich denn schrumpfen? jetzt ist doch sichtbar, zeig mal. Nee, es nee. Ist doch schlimmer. Als, wobei doch, es geht. Man sieht die Attacken mal. Ich mach KP Erholung Supertrank, gehe ich wieder rein. Ey, pass mal auf, Jonathan. Momo, erklär du doch mal Jonathan, was eine Souling ist. Ja, wenn ich dumm bin, wird Luca auch bestraft, kann man so sagen. Okay, damit hat er, glaube ich, jetzt weiß er alles. Habe ich doch gut zusammengefasst, Bro. Ich weiß nicht, was du hast. So, der kriegt ja. Jetzt erstmal wieder den Schnabel in die Fresse. Ich meine, du musst, glaube ich, erstmal erkennen, was ein Nuzlocke ist. Das ist schon. Ich weiß tatsächlich leider nicht mehr, was eine Nuzlocke ist. Es tut mir leid. Ja. Luca, eine Frage. Warum nicht zwei? Warum tust du dir das an? Oh, okay. Das ist eine gute Frage. Gibt es noch eine zweite Frage, die ich leichter beantworten kann? Digga, der hat. Die kann ich nicht beantworten, was? Der hat wieder 100 HP! Ja, der hat sich geheilt mit Genesung, das ist eine Heilattacke. Sag, Freunde, ihr seid richtige Ferkel. Ihr sagt mir nicht, was ich nehmen muss. Es gibt doch bestimmt ein Mon, was ich nehme, so. Mach mal Gesichte. Und dann, mach mal Gesichte. Du hast vorhin gesagt, normal bringt nichts, ja, weil wenn ich einen Geist mit einer Faust schlage, ist er auch. Gesichte ist eine Attacke, dann kannst du danach ja. Mit normalen Attacken treffen. Das ist Pfeifeld. Domtendo wäre jetzt schon mit seinem LP fertig. Domtendo kommt ja später noch hinzu, Tim. Wenn jetzt wir dann Mario nicht Party machen. Nicht schnarr! Du sollst. Ha! Mein Handy fällt um. War das laut? Ich dachte gerade, du bist irgendwie, weiß ich nicht. Gestorben. Eingebrochen oder so. Gestorben. War das laut? Ja. Warum macht denn Schnabel so wenig Schaden? Ich verstehe es einfach nicht. Warum machst du auch Schnarr? Nicht Schnarr, setz auf. Junge, Schnarr. Ich möchte erstmal alle begrüßen, die neu dazugekommen sind. Wir sind jetzt eine halbe Stunde in-game und wir sind beim allerersten Kampf. So, danke. Aufruhr, das ist die Attacke links oben, die mit A anfängt. Und dann kommt U. Aufruhr, Junge, haust du rein. Macht das Schaden? Guck mal, das macht doch. Ja, naja. Das hält sich in Grenzen. Ja. Es ist hoffnungslos. Dieser Kampf ist hoffnungslos. Der ist schon wieder voll. Es liegt am Kampf. Wer Freunde, ist voll? Okay. Ihr seid ja alle so Pokémon, Möchtegern. Boah, Momo, boah, du bist so schlecht. Blablabla, bla, bla. Ne? Wissen wir ja jetzt. Ich zeige euch jetzt mein Team und dann sagt ihr mir bitte, was ich mache. Ey, guck mal, du machst doch jetzt Schaden. Alles gut, du besiegst ihn gleich. Hab ich bis jetzt alles richtig gemacht? Ja, nichts. Er macht Schaden, er ist wieder full life. Ja, wenn was sagt, mal. Ignoriert man. Nein, sagt's jetzt. Wir können ein Team nicht sehen, was sollen wir tun? Man kann mein Team sehen, Bro. Man kann das sehen. Achso, nein, man kann es erzählen. Man sieht es eben nicht, man sieht die linke Spalte einfach. Effi sieht, Namen sieht man. Oh Gott. Jetzt sieht man das Team, jawollo. So, jetzt kann niemand mehr dagegen. Sein. Du bist vom Arsch. Ich hab nichts, das willst du mir jetzt gar wirklich sagen. Ja, so ungefähr. Soll ich wegrennen? Du kannst, es ist ein Trainer, du kannst nicht vor Trainern wegrennen. Daisy ist tot, Tim. Vielleicht kann mit Hypnose dann, kann er keine Genesung spammen. Soll ich Hypnose nehmen?
Ja, und dann schläferst du den ein. Mach das mal, gute Idee. Du musst aber auch treffen. Das Legi ist doch aber rot, Tim. Rot soll ich doch nicht nehmen, wurde mir gesagt. Habe ich getroffen? Ja, vor allem das Rote hat er halt keine Attacken gegen den. Glaube ich. Jetzt sehen wir das Team, gib auf. Alter, das ist viel zu gut. Ich möchte nochmal was fragen, weil es mir gerade wieder auffällt. Es triggert mich ja so, dass du die Scheißnamen in Caps geschrieben hast. Ich bin nicht der Einzige, dem das stört. Ich weiß nicht. Fällt gar nicht auf, wie heftig das aussieht. Ich finde das voll schön eigentlich. Jetzt sehen wir auch, mega dass schön. Es hoffnungslos ist. Ja, jetzt habe ich ihn noch eingeschläfert. Und jetzt? Jetzt machst du ein bisschen Aufruhr. Und dann ist es trotzdem hoffnungslos. Aber wir probieren. Und er macht zweimal Aufruhr, ne? Ach nee, bei Aufruhr wacht er, glaube ich, wieder auf, oder? Das ist hoffnungslos, Freunde. Was soll ich tun? Ich glaube, wir schaffen wirklich nur einen Kampf in diesem Stream. Ja, nur, dass ich den Kampf nicht gewinnen kann. Kannst du gewinnen, du musst jetzt halt ein bisschen dagegen heilen. Ja, ich hab noch einen Supertrank. Ich hab noch einen Supertrank, Bro. Ja, das ist nicht so super, aber du kannst. Mach einfach mal. Ah, nee, du bist jetzt, glaube ich, tot. Nein. Oder? Wenn ich jetzt hier schnell Supertrank einsetze und einen Safari-Ball, dann soll es klappen. Safari-Ball. Komm, Freunde, rein mit dem Safari-Ball. Eure Rating von 1 bis 10, wie ratet ihr den Safari-Ball? Nikolas, I see. Ich merk schon. Ich merk schon. Lösch die Camps. 1-0. 9 von 10. Freunde, ihr müsst den Witz dahinter verstehen. So, soll ich ihn nochmal einschläfern oder direkt mit Aufruhr rein in die Masse? Jetzt geh einfach rein. Jetzt macht dem Leid ein Ende, komm. Alter, wenn ich ihn jetzt besiege, dann müsst ihr echt stolz auf mich sein. Mach was, Lukba, okay. Soll ich ein Salto machen? Rückwärtssalto? Mach einen Vorwärtssalto, bitte. Aber den mach ich nur einmal, danach bin ich nicht mehr da. Ich glaube, er ist tot. Nee. Bin ich tot? Ich glaube jetzt. Nee, das schaffst du. Erzähl uns ein Witz. Nur ist gut im Pokémon. Wir haben gewonnen. Erster Kampf in einer halben Stunde geschafft. Applaus dafür. Ich dachte, wir haben verloren. Wisst ihr, was du gestern erzählt hast? Darf ich kurz was erzählen? Dachte, wir haben verloren, ja. Erzähl was. Du hast mir gestern vorgeschlagen, ob ich daraus ein Highlight schneiden möchte. Aus diesem Stream oder auf meinem Katalog lade. Wenn ich das mache, das geht 3 Minuten. Du kannst es einfach ungeschnitten hochladen. Momo ist dumm. So viel GGG kann man nicht spammen. Freunde, spammt die GGG-Emotes rein in den Chat. Die GGGs, normal, alles. Das verdient Lob. Glückwunsch, danke Effi. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch auf der Box haben. Brauche ich Ausdauer? Ausdauermüll, oder? Im Leben, ja, aber nicht in dem Spiel. Hä, also soll ich was vergessen? Nein. Also bekannte Attacke, Beiball. Mal gucken, ob du das schaffst diesmal. Hab ich's geschafft? Junge, zögert das. Ja, ich muss erstmal ein bisschen überlegen, ne? Das ist ja eine krasse Sache. Ich sagte, ich kann gar nicht schwimmen, also lass mich nicht hier untergehen. Momo gewinnt 336.000 Punkte. Hey, wow. Momo, das Spiel ist für Kinder. Das Spiel ist einfach für Kinder ab 6 und trotzdem schaffe ich es einer ganzen Hand an Leuten, die alle wahrscheinlich erwachsen oder fast erwachsen sind, eine geile Show hier mit Luga zu bieten. Das muss man doch erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen, ja. Momo, das war ein Anmachspruch. Scheiße, soll ich nochmal zu ihr zu... Nee, ich hab Angst vor ihr. Das ist voll die Psychodame. Mit dir will ich... Nee, lieber nicht. Ich spreche jetzt gar keine mehr von denen an. Die sind voll nervig. Ja, dann geh doch weiter einfach mal. Wie wär's denn damit? Achso, und du stehst seit 10 Jahren am Pokémon Center. Oh. Wie viele Parts würde das Projekt geben, Luga? Pokémon Center, hey! Wir können ja mal schätzen. Wir heilen den Hasen jetzt erstmal auf, hätte ich gesagt. Heil ich bei der Dame? Vielleicht. Ja, klar heilst du bei der Dame. Jawohl, alle wieder fit.
So, wir brauchen jetzt mal die Hilfe von, ich weiß nicht, wer die Mons im Kopf hat. Wir haben noch welche auf der Box. Ja, die, die tot sind, müssen wir jetzt weghauen, ne? Ey, die habe ich schon längst weggehauen. Die sind schon über alle Berge, die sind tot. Im PC muss ich das machen, ne? Sind in meinem Keller, ja. Okay, ich mach's im PC, alles klar. Alles klar. Dann mach. Töte sie im PC. Alter, Eli gönnt sich den Freundescode hier für Smash Bros, jawohl. Also ich hoffe natürlich. Sonst er braucht die jetzt für die Souling. Den Freundescode. Ich überlege gerade, sehr smart. Auf meinen PC, ne? Pokémon ablegen. Wir sind jetzt echt im Arsch, muss man sagen. Weil einfach Pampyro tot ist. So, Pampyro war einfach der King. Der größte Motherfucker. Und, Daisy war noch tot, ne? War noch irgendjemand tot? Ja, die roten Pokémon hast du getötet. Weil du die roten Pokémon reingewechselt hast. In Wasser. Also, wen haben wir jetzt noch? Warte mal. Müsste jetzt passen. Ja, nee, wir haben ja noch welche. Wollen wir nicht was reinpacken noch? Wir haben hier noch welche. So, wir haben welche. Das wusste ich nicht. Aber ich weiß nicht, wer mit wem. Hat das jemand im Kopf? Nee, ne? Pokémon mitnehmen. Das ist schon so lange her. Ich hab. Ja, welche habe ich denn? Die sind doch alle schon tot, dachte ich. Ey, die sind doch alle tot? Nee. Warum wär's nicht tot? Also, Pampyro ist ja tot. Ja. Ja, der muss auf Box 2 am besten. Boah, muss ich das jetzt alles nochmal... Ich lass die jetzt einfach schlimm. Frei, die tot sind. Ach stimmt, wir können gucken, wo die... Warte mal. Ja, aber Momo kriegt das nicht hin, auf Bericht zu gehen, glaube ich. Das Herz ist noch nicht tot, oder? Das Herz ist aber kacke. Aber guck's das ist an. Ein Pokémon. Das hat so ein Gesicht... Ja, nee. Ja, haben wir. Guck mal, wo du das gefangen hast. Wo ich es gefangen habe? Ja. Wofür ist wichtig, wo ich das gefangen habe, hä? Ja, wer mit meinem hier verbunden ist. Wir müssen ja die nehmen, die auf dem gleichen Gebiet gefangen wurden. Feuerjuwel. Wassertempo. Nee, nach rechts. Du musst nach, immer nach rechts. Also. Route 2. Da, Route 2. Was ist Route 2? Rico, welcome back. Ist irgendwie komplett woanders was gefangen? Das ist nicht gut. Ich blicke gar nicht mehr durch, Alter. Der Dom, ich werd's einpacken. Wollen wir einfach keine. Wollen wir einfach ohne die Pokémon jetzt weg? Ich glaube, das ist eh das Einzige, was noch lebt. Nee, wir haben noch. Ach, ich blicke nicht mehr durch. Die sind alle tot. Egal, wir machen jetzt weiter. Ja, es juckt mich jetzt nicht. Wir gehen jetzt hier weiter. Ey, nicht hier einen auf die Hose machen. Ey. So. Haut auf den Putz. Spiel ohne Pokémon. Hätten wahrscheinlich mehr Chancen. Hibiskus ist tot. Ne, der war noch nie im Team, oder? Ach, kein Plan. So. Gehen wir weiter jetzt, Momo? Ja, wir oben, die Arena gehen. Immer oben, Norden, Norden. Ab in die Arena, sagst du? Schaffen wir niemals. Wir haben noch 42 Minuten 40. Oh, dann schaffen wir noch ungefähr einen Kampf. Vielleicht okay. Eineinhalb. Wo steppen wir dann hin? Zur Arena. Und wo ist die Arena? Der Straße entlang. Der Straße entlang. Das ist das Graue. Ich dachte, das ist das Braune. Hibiskus ist eines der schlechtesten Pokémon, vielleicht. Die man haben kann. Perfekt für Momo. Ach, Olli, ich dich doch auch. Einen Kampf schafft man auch. Ja, wenn es gut läuft. Mal jetzt nicht den... Nicht zu hoch ansetzen hier. Wir kriegen das schon hin, ne? Wir kriegen das schon hin. Glaubst du, wir schaffen die ganze Arena? Hat sich das für dich gelohnt, Luger? Fragt Fabian. Schon, oder? Ja, immer doch. Das ist doch Spaß. Ich habe Riesenspaß. Ne, wirklich. Du bist lustig. Ich würde das für Pokémon spielen. Ganz ehrlich. Dankeschön. Das bedeutet mir viel. Und Olli, bring nicht den Lauchzelot-Joke. Das ist der älteste Joke, den du quasi bringen kannst. Das ist jetzt... Also, na? Hier in die Höhle rein, Meister? Nee. Oh, ich bin reingegangen. Höhle? Das ist eine Höhle. Die Geolink-Höhle. Ah, nee, da waren wir schon. Wir waren hier noch nie. Nee, du musst einfach weiter hoch. Was machst du da eigentlich? Freunde, wisst ihr, dieser Mensch hier... Rechts. Er sagt mir, geh einfach die Straße entlang. Dann sagt er sogar noch, die Straße, das ist das Graue. Ich denke mir so, ja, ach nee, weiß ich ja. Ich gehe die Straße einfach straight entlang, den Berg entlang. Er fragt mich, was machst du eigentlich? Danke dafür. Naja, also im Echtli gibt es auch mehr als eine Straße, oder? Und mehrere Abzweigungen. Schon mal davon was gehört? Nee, aber Nikolas hat recht.
Ach, ich komme hier gar nicht mehr hoch, Bro. Alles gut. Ich hab verkackt. Ich komme hier nicht mehr hoch? Was? So, hier, ach so, ja. Hier geht die Straße auch lang. Ja, also du... Nur so weit gelaufen. Wie kann ich nur, Janik? Wie kann ich nur sagen, dass die Straße weiß? Ich könnte auch gar nichts sagen. Du gehst jetzt hier weiter, geradeaus. Also okay. Nach oben. Ganz so, bin nach ich ja ganz lang. Da, pass auf, da war dann die Höhe. Und jetzt gehst du ins Braune, da wo du eh gerne reingehst. Nee, das ist das Graue. Du bist falsch. Das ist das falsche Braune. Runter, 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 runter und dann ins Braune. Ach so, da lang. Ihr sagt das doch in mal gleich, Scheiße rein. Und so, und jetzt weiter. Mhm. Dann hier reinsteppen. Richtig. Alter. Freunde, wir haben es geschafft. Das muss man so wie möglich erklären. Richtig. Das falsche Braun. GGG in den Chat. Ich will die GGGs brennen sehen. Es geht mir darum, brennen? Warum du den armen Momo leveln lässt, statt mit Sonderbonbons zu spielen. Das frage ich mich auch, Luca. Statement dazu? So, ich habe ihm das vorgeschlagen. Mit Sonderbonbons zu spielen hast du mir nicht vorgeschlagen. Doch, aber du wolltest das Programm nicht... Ja, würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Ganz ehrlich, das würde ich jetzt auch sagen. Ich habe mit einem Kaffee überlebt. Hat keiner gesehen. Ich korrigiere mich, Momo braucht die 40 Minuten, um in der Arena zum ersten Trainer zu finden. Ey, Freunde, wir will chillen mal. Muss ich mit dem kämpfen, Luca? Nee, der will nur sagen Hallo und schlägt dich. Muss ich hier rechts lang? Nee, du musst klettern. Also, ja, ist ja rechts lang. Hä? Da gab es noch eine andere Kletterwand, aber... Es ist die falsche Kletterwand, willst du mir gerade sagen? Was? Es ist die falsche Kletterwand. Nee, mach einfach mal, das ist schon richtig. Du hast es halt eigentlich, glaube ich, gibt ja links besser und rechts. So für dich. Ist ja die Frage, es gibt links und rechts, ja. Das ist richtig. Die Frage ist gut erkannt. Ob ich jetzt nach links oder rechts muss? Weil du denkst, ich kenne ja alles auswendig? Matze, ich habe es schon 3-mal gesagt. Text-to-Speech funktioniert leider in der Szene immer noch nicht. Er war ja noch nicht da. Aber es gibt, glaube ich, keine Cheat-Codes. Es geht nur mit. Also, wir spielen ja hier auf dem Original 3DS und das ist ein bisschen komplizierter. Alter, Fabian, danke schön. Endlich mal. Nee, das ist, glaube ich, falsch, oder? Ach, keine Ahnung. Fabian wird schon wissen, wo es lang geht. Christian. Es gibt auch Momo und unten. Bei Momo nicht. Da gibt es schon links und rechts. Es gibt ja links und rechts, oder? Digga, es ist. Also manchmal. Das ist schon wieder, das Niveau ist schon wieder ganz unten. Fabian, ich vertraue dir einfach mal, Bre. Oh, hier ist ein Schwein. Das ist falsch. Das ist du hast hier. Gesagt, da muss ich lang. Das hat Fabian gesagt und nicht ich. Artist Pi, Alter. Bei dir ist es Bob. Kann ich vor dem flüchten? Ja, das war falsch, Fabian. Super, danke, dass du es jetzt sagst, wenn wir schon im Kampf sind. Lucarino ist fast tot. Soll ich Lucarino einfach umbringen? Ich habe nicht mal geheilt. Ich habe keine Ahnung. Für Momo gibt es links und rechts und das andere links und rechts. Digga, es ist schon wieder... Es ist wieder und göttlich, ne? Ein Pokémon, was Momo nicht umbringen kann. Ist das so? Ja, ich nehme also trotzdem. Das kriegst sogar du hin. Was glaubst du, was dagegen sehr effektiv ist? Weil das ist dann ein Käfer. Flammensturm. Also sage ich, wie es ist. Wenn ich zum Beispiel Käfer bei mir habe, Haarspraydose und Feuerzeug. So. Auch die Hornissen? Auch gegen die Hornissen, safe. Nein, die sind tatsächlich voll friedlich, so die Hornissen, die bei mir unterwegs sind. Aber ich würde da Panik bekommen. Ich habe ja tatsächlich, für die, die nicht wissen, ein Hornissennest über meinem Fenster. Ich habe jetzt zum Glück das Fliegengitter, aber wenn ich das nicht hätte, hätte ich jetzt schon 10 Hornissen drin. Und die sind aber echt friedlich. Mhm. Nee, wirklich jetzt. Also friedlich. Das sagen sie mir auch immer alle. Nein, wirklich jetzt. Ja, ist das schön für sie. Ich mag die trotzdem nicht. Die sind nett. Bei uns hat deswegen ein Haus gebrannt. Das war ein Joke mit, ich nehme Haarspray-Dosen und Feuerzeuge. Das mache ich nicht. So, Fabian, wo muss ich denn lang, Bro? Und nächsten sind Giga-Chill nur gruselig. Die sind halt ja, Janik, echt gruselig. Janik, das ist das Problem. Die Größe ist es. Das sind ist so riesig. Es kommt in dem Fall auf die Größe an, weil die Größe, die macht mir halt Angst. Vor allem, wie laut die summen, ne? Eine Wespe ist so. Eine Hornisse ist so. Emanuel löscht einfach Fabians Nachrichten, die mir sagen, wo ich lang muss. Nur weil 3 Caps drin sind. Bleib an der Wand, wenn du hochgehst.
Kai, wenn sie Momo sehen, dann nicht. Dann werden sie nicht aggro. Oder so. Ich check's nicht. Ich fühle mich so dumm. Cool. Ich hab's noch gelesen. Bevor es gelöscht wurde. Vor allem, wenn man nach Katzenurin riecht. Dann sind sie sehr friedlich. Rechts rum. Achso. Das ist rechts. Es gibt ja links und rechts, oder? Es gibt links und Digga, rechts. Digga, Fabian! Wusstet ihr das schon? Enrico hat geschrieben, ich muss rechts rum. Jawoll! Du bist doch jetzt rechts. Hat Tommy Kai Fabian den Timeout versetzt. Für wie viele Sekunden? Für 60. Bis dahin kann Fabian nochmal links und rechts kopieren, damit er weiß, welche Richtung. Zuma schreibt einfach nur noch in den Chat Fortnite-Fragezeichen. Ich hätte so verzweifelt, ich bin doch tiefenentspannt hier. Einfach hoch. Einfach hoch, ja. Ich bin oben jetzt. Stell dich mal vor, der spielt das alleine jetzt. Also, Gottes Willen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Bin ich jetzt richtig, Freunde? Ja oder nein? Mach einfach mal. Nee, bin ich richtig? Ich glaube schon. Hier gibt's glaube ich, kein nicht richtig. Hier gibt's. Das ist so einfach, das ist ein Kinderspiel. Nee, jetzt bin ich ja wieder unten. Du musst. Oder? Ja, also runterklettern nicht, du musst nach oben klettern. Denn oben! Man klettert nach oben! Denn nach unten heißt es Fall! So, ich geh kurz runter. Ich dachte, wir müssen hoch. Warum gehst du runter? Warum ist hier eine freaking Sackgasse? Ich glaube, alle Zuschauer gehen hoch wie eine Bombe gleich. Manuel hat Fabian für 160 Sekunden in den Teil. Alter, Fabian, bitte keine Caps, Bro. Bitte nicht, sonst wirst du gebannt. Auch wenn du aggressiv bist. Was ich verstehen kann. So. Alles wird gut. Geh, dass du wieder wir haben noch 40 Minuten. Ja, es geht da nicht hoch, Bro. Ja, warum denn nicht? Ich denke, das ist eine Sackgasse. Geh links rum. Schau, was da. Kann doch, geh rechts lang. Alter, wie ist das eigentlich? Aber Luca, du musst auch zu meiner Verteidigung sagen, die sagen mir die ganze Zeit was anderes. Ja, schon. Danke. Die wissen selber nicht. Oh Gott, ey. Ich lache gerade Tränen. Das räumt mich doch zu denen. Ich auch. So, jetzt links oder rechts? Wo bist du lang gegangen? Ich bin schon in beide Richtungen gegangen und immer wurde sich beschwert. Nach links. Okay. Da ist aber eine Sackgasse. Du musst mal diagonal gehen. Hier bin ich noch nicht lang. Ja, hier, da bin ich jetzt auch. Ach, wir sind richtig stark. Ach, wir sind gleich. Okay, nice. Wir sind gleich. Alter, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Tim hat mal wieder als einziger was Sinnvolles dazugegeben. Hör nicht auf den Chat, geh aus der Arena. So, den besiege ich. Nee, den besiege ich nicht mehr. Zuma, Fortnite-Fragezeichen. Dann besiege ich ihn doch. Zack. So, das ist hier wieder der Tamanuel. Der will jetzt richtig auf die Fresse. Das ist der mit den Käfern, wo? Mit der Haarspray-Dose, ne? Oder hat einen Arcani. Ehrenmann. Das ist doch das, was du als Profilbild immer hattest. Ja. Richtig. Ich kenne das Spiel gar nicht und ist trotzdem besser als Momo. Ich kenne das Spiel auch nicht, hä? WTF. Hier warst du schon mal. Nein. Hier waren wir nur. Was? Er verbreitet einfach Falschwahrheiten. Ich war hier einfach nur nie. Falschwahrheiten. Nein. Ich. Falschwahrheit. Ey, du hast sogar Boden eingesetzt. Ja, weil es im Chat stand. Ach so. Alter, ich muss sagen, live ist es viel witziger als nicht live. Falschwahrheit. Hashtag Falschwahrheit. Warum ist mein Pokémon jetzt auf einmal weg? Weil man die KP nicht sieht. Was hilft? Sogar schnell, ich brauche Hilfe. Was hilft gegen was? Ja, gegen Kopfschmerzen? Achso. Nein, gegen Arcane. Ja, Konfusion. Mach einfach mal Konfusion. Du wirst schon sterben. Ist alles gut. Ja, danke für die Motivation.
Bitte. Macht das Schaden? Nö. Der Boden war eigentlich. Warum machst du nicht Boden? Ja, aus irgendeinem Grund war auf einmal mein Pokémon weg. Was? Hä? Was ist da passiert? Weiß das jemand? Bin holt euch Sonderbonbons. Digga, was sind Sonderbonbons? Ach, Brüller, stimmt. Lugo vor allem, hallo? Jetzt fängt der auch schon an hier. Janik, ey. Brüller. Was? Das ist eine Attacke. Sagen die gerade, dass ich voll der Brüller bin? Ich glaube ja. Nee, leider nicht. Ich werde dir mit falsch verhalten. Momo würde safe mit den Sonderbonbons alle Level 100 machen, das wäre dem voll egal. So. Ja, wird gelernt, easy. Machen wir rein. Pokémon wechseln. Ich gehe wieder auf Christian. Oh Gott, ey. Christian war das Legi, ne? Wer ist Christian? Der Brüller. Dann ja. Ich sag den richtigen Weg. Fabian, du hast erst links, dann rechts gesagt, dann hast du plötzlich oben diagonal, also du warst komplett falsch. Also überhaupt nichts gesagt. Also das ist so einer, wenn der Feuer in seine Fresse kriegt, der ist tot. Wie kommst du darauf? Boah, ich bin so gut. Flobby, was geht? Flobby. Danke für deine erste Nachricht hier auf Twitch. Schön, dass du hier bist. Groudon, Luca. Jetzt wüsste ich hier die Pokémon. Das muss Homer schon selbst wissen, wer Christian ist. Ja, ich hab grad übel rasiert, Digga. Sei mal stolz, ich hab gerade eingeworfen. Christian hat rasiert. Christian hat rasiert. Ja, das ist schon jetzt tust du ja einen auf. Genau. Ja, ja, ja. Ja, hast du den besiegt? Nein, du hast nur auf die Attacke gedrückt. Das kann ich auch. Drücken kann ich auch. Das Niveau. Ah, und Floppy, danke für dein Follow. Alter, ich hab vergessen, hier die Alerts reinzuböllern. Es tut mir leid. Die Szene habe ich gestern erst bekommen. 12 Stunden Freunde, um jetzt hier einfach mal für euch auch nett zu sein, warte mal. Ach, wie nett. Ich bölle euch die Alerts einmal rüber. Also wir nehmen TTS mit in die Szene. So, ihr könnt jetzt TTS benutzen wieder. Und die Alerts. Und die Sound Alerts mit Bits. Die Soundtrigger. Das ist ja absolut kompliziert. Ja, ich glaube. Und den Subcounter kann man noch rüberballern. Habe ich den überhaupt hier? Wie du immer rüber weg bist. Ja, ich muss ja die Sachen copy-paste. Nee, das kann man auch anders machen. Nicht so kompliziert, Mo. Erklär ich dir mal, ja? Ja. Jetzt wäre ein Feuermon ganz hübsch. Ich hab ja einen Feuermon und ich werde ihn wieder wollen. Das ist kein Feuer. Das ist kein Feuer. Pass auf, Freunde. Du weil es rot ist, ist kein Feuer. Fast One-Hit, das ist sehr effektiv. Wer hatte recht? Wer hatte recht? Der Absolute. Momo, ein Legi, eine Mega-Feuerattacke in der Sonne. Natürlich kippt der Gegner da um. Ja, da freut man sich doch, Nikolas. Oder nicht? Hallo, ich bin der Pokémon-Gott, der dir ins Gewissen spricht. Wie kannst du Loris wagen, meine lieben Geschöpfe einfach sterben zu lassen? Alter, irgendwann funktioniert's jetzt. Ja, ich bin über Gott, also über dir. Nicht jetzt über dem richtigen Gott. Das will ich nicht. Wer ist denn der Pokémon-Gott? Kennst du den Pokémon-Gott? Der Pokémon-Gott ist Nikolas Marx, ja. Nikolas Marx vielleicht, ja, aber welches ist das? Welches Pokémon ist das? Ist Konfusion stabil? Für wen? Ja, für mich. Ja, welches Pokémon will das lernen? Ja, hier, der Feuerlegi. Christian. Nicht. Geh mal auf Vergessen. Ich will wissen, wer das ist. Geh auf Vergessen. Bin ich doch. Der Fabian. Also Vergessen. Will ich schon beibringen. Will ich schon was beibringen, ehrlich gesagt. Und ich vergesse Schnabel. Nee, doch. Nee, Gesichte vielleicht. Das war doch vorhin so gut, oder? Ja, das war einmal in 100 Jahren, das ist gut. Okay. Wer hat eigentlich umgebracht? Natürlich Momo. Alter, Simon erreicht Level 20. Junge Simon. Simon Schreck. Simon ist back in the hood. Sehr situationsabhängig mit Gesiche. Okay. Gesiche. Das steht doch da. Das steht sehr situationsabhängig. Du liest es auch schon vor. Ja, wie heißt es denn dann? Gesichte. Achso. Ich dachte Geschichte. Ja, das ist so lustig. Jetzt musst du heil gehen, macht er eh nicht. Doch. Erwarte nicht zu viel. Ja, dann musst du den Weg nochmal hochklettern. Willst du das? Will ich das? Will ich noch einmal zurücklaufen, Freunde? Bis dahin ist die halbe Stunde rum. Ja, aber wir schaffen den Leiter noch. Alles perfekt.
bin wieder weg. Effi, warum das denn? Hast du eine Entschuldigung, eine persönliche, eine schriftliche? Sonst darf man nicht einfach weg. Effi, außer rein. Wenn er den Weg wieder zurückfindet. Inzwischen habe ich es drauf. Inzwischen habe ich es drauf. Wie Thunfisch auf meiner Pizzatonne. Denn die Erwartungen sind hoch, wie ein Tarnbomberpilot. Denn ich habe nun mal die Flows, krieg nicht mehr Ladungen an Dope. Doch was Straßenpreise angeht, habe ich immer noch alles auf dem Laufenden, wie Startnummern-Trikots. Yeah. So. Ich hatte gerade einen Sekundenschlaf, was? Ich sehe wieder nichts auf meinem Handy, geil. Ich fahre zu Großeltern. Viel Spaß. Alles klar, viel Spaß. Sehr optimistisch. Ich muss ja optimistisch sein. Ja. Optimismus ist wichtig. Nicht Pessimismus. Nicht mit dem R. Ja, da ist doch ein R. Warum rennst du zurück, alle? Christian, weil er heilen muss? Ich muss doch heilen, Christian. Christian, und wer will bitte nicht nochmal? Diesmal machst du den Weg alleine. Wer will das nicht sehen? Ja. Ich soll den Weg einfach alleine gehen? Ja. Mal gucken, wie lange du brauchst. Ob wir das in einer halben Stunde hinkriegen. Das können ihr nicht von mir erwarten. Doch. Das können ihr nicht. Die Persen in Ruhe. Pessimismus. Momo. Momo, Junge, Momo, voll der G, Alter. Momo, komm, Momo. Gönn Pokémon, Momo. Aber meine Prognose sei getroffen. Wir sind 5 Meter weit gekommen. Das stimmt nicht. Wir sind die ganze Straße entlang gelaufen. Fast. Und ich bin schon wieder weg im Pokémon Center. Also welche Farbe hat die Straße? Braun. Richtig. Alle werden sterben. Alle. Ich glaube auch. Welches Level hat der? Er hat Pessimismus durchgespielt, Freunde. Ich glaube, der ist Level 25 oder so. Also wir sind so underlevelt, aber alles easy. Drauf. Bei wem stehst du gerade eigentlich? Da ist ja eine, die hat irgendeinen blauen Wasserfall in Tassen. Das ist der Arenaleiter. Ach, der Arenaleiter. Ja, ja, kennt man. Wie viele Arenen gibt es eigentlich, Momo? Weißt 8, glaube ich. Als ob du das weißt. Ich dachte, das ist safe. Jetzt kommt voll, irgendwie. 42. 42. das wäre die beste Antwort gewesen, die ich hätte liefern können. So, rein da. Lüge, Momo, du bist auf Rollschuhen gelaufen. Wir fahren nichts gelaufen. Auf Rollschuhen. Du hast 5 Minuten Zeit, da hochzukommen, okay? 42 ist die Antwort auf alles. So, wir steppen hier hin. Wir machen den Stepper quasi. Ich hoffe, ich habe mir den Weg richtig eingeprägt. Der will jetzt nicht kämpfen. Der ist so ein Hund. Vorhin wollte er auch aber nicht kämpfen. Du bist vorhin rechts lang gelaufen. Doch, weil du bist vorhin rechts lang gelaufen. Ach so. Ja, weil mir gesagt wurde, ich soll rechts lang. Ich habe gar nichts gesagt. Nicht du. Die im Ach, Chat. Oh, ey. Wow, wie du beleidigt, ey. Alter, dieses Spiel, na, es ist. Ich brauche kurz 5 Kniebeuge. Ach, das Spiel ist schuld. Ich glaube, Pokémon ist für alle das entspannteste Game, für Momo nicht. Wie kann das sein? Erklärt das mal in 3 Sätzen. Warum ist das so? Okay. Versucht es zu erklären. Ich kann es euch erklären, aber ich mach's nicht. Ich bin wieder on point wie bei Laserpointern. Ja. So. Ja, der kriegt einen Flammsturm in die Phrasen und er ist sofort weg. Weg vom Fenster. Das sagst du. Weg vom Fenster wie Fensterdreck, nachdem der Fensterputzer war weg. Er kann Orientierung zu nennen. Ey, ich hab den noch jetzt easy weggedingst. Pass. Verbrenn es, Moritz. Okay, nein, ich bleib drin. Yeah. Christian, also sage ich jetzt auch, wenn Christian hier im Chat ist und ich ihm das eigentlich nicht gern jetzt so, ne, für seinen Ego-Push sagen möchte, aber Christian ist einfach das heftigste Pokémon. Der ist einfach so krass. Also wenn ich den verliere, am Leben ist, ist die Souling einfach aus. Ich glaube, du stirbst jetzt. Wenn ich jetzt sterbe, Souling bin. Lehmschuss ist, denke ich, gut gegen den, oder? Das ist so ein... Nee, das ist so einer. Der schwebt, Kollege. Boden, der schwebt. Ja, also, wenn Lehm ist ja... Ist trotzdem eine Bodenattacke. Ja, gibt keinen Sinn. Schau mal, wenn du jetzt... Okay, pass auf. Du schwebst in der Luft. Na, du hast jetzt so ein Jetpack. Du hast ein Jetpack. Du schwebst in der Luft. Na, du schwebst so einen Meter über dem Boden. Ich komme, bewerfe dich mit Lehm. So Lehmbomben. Bewerfe dich mit Lehm. Du denkst dir schon, scheiße, was mache ich jetzt? Merkst, das Lehm haftet an deinem Körper, läuft so langsam runter und verklebt dich. Auch dein Jetpack und all deine Möglichkeiten zu fliegen.
du vom Lehm getroffen, fällst auf den Boden, bekommst Fallschaden und Lehmschaden und bist tot. Christian, ich fühle mich, als würde ich schwebend gerade wegfliegen. Sehr, sehr gut. Wenn die kann, ja, schwebend wegfliegen. Sind. Das Pokémon so. Hat kein Jetpack. Ja, ich bin ja das Jetpack, neben der Objekt. Der Dom, so. Ich kann bis 10 cm über den Boden treffen. Ich bin da sehr präzise unterwegs. Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt mit 10 cm? Ach, bei 10 cm, da müssen wir gar nicht erst reden. Nee, lieber nicht. 10 reicht. Feuersturm. Warum setzt er seinen Feuersturm nicht ein? Junge Christian, was ist denn los mit dir? Weil du doof bist. Die KP-Anzeige übrigens nicht. Das macht halt 0 Damage auch wieder, ne? Ich wechsle jetzt mal auf. Ist Simon Levive gut gegen ihn? Nikolas, was ist denn los? Erklär mal. Ist Simon Levive gut gegen ihn? Wer ist gut? Simon Levive. Probier es einfach mal aus. Man lernt aus Fehlern. Ja, ist okay. Mach einfach. Ja, ist okay. Aber wir schaffen den Leiter eh nicht. Glaube ich. Wir haben noch 23 Minuten. Sei jetzt mal nicht so pessimistisch. Ich meine vom Skill her. Oh, safe. Was soll das? Warum so pessimistisch? So, direkt mit Superschall gehe ich rein. Brüller! Hier ist der Brüller. Jetzt check ich's. Und er setzt sich auch noch ein. Oh. Der vorn stand drin, Brüller ist gut. Nein, das ist der größte Müll. Super. Setz bitte Biss ein. Biss, nein, Biss. Sag's doch eine Sekunde eher, Luca. Ich sehe das Gameplay doch erst ein paar Sekunden später. Die Schmerzen sind so groß. Die Schmerzen sind so groß, Freunde. Ich geh mir mal kurz Nase putzen. Luca unterhält euch so lange. Ich hab nämlich die Nase voll. Und zwar wortwörtlich. Nicht nur du. Alter, und Pikachus Penetration. Danke für deine Follow. Ich hab ne Katze im Gesicht. Willkommen in der Community. Ich hab ne Katze. Freunde, ich geh mir eben Nase putzen. Luca unterhält euch und dann geht der Fight hier weiter. Gut, Freunde, jetzt können wir uns unterhalten. Ah, du bist noch da, oder? Ah, nee, er ist weg. Oh, wie schade. Okay. Ja, was reden wir ab in der Idee? Also lästern wäre natürlich ein bisschen billig, das machen wir nicht. Wir mobben. Nee. Brüller tauscht Pokémon aus, Momo. Ziemlich dumm, wenn der Gegner auch noch einen Mon hat. Nikolas, das würde, wenn der das jetzt lesen würde, er wüsste nicht, was du damit meinst. Was ist das Problem? Wenigstens pinkelt die dich nicht an. Ich bin ja nicht Momo. Und ich bin nicht im Bett. Man wird nur im Bett angepinkelt, scheinbar. Es war in den letzten 5 Minuten gestorben. Die Hoffnung, ja. Aber kein Pokémon. Aber die Hoffnung ist gestorben. Können wir Momo gegen Lucarino austauschen? Lucarino, bist du noch da? Nee, der ist doch Betten aussuchen, oder? Betten kontrollieren, Betten. Irgendwas macht er mit Betten. Hab nicht genau zugehört. Das ist ja nichts Neues. Dass die Hoffnung gestorben ist. Also ich sag mal so, wir haben, wie viele Folgen haben wir gebracht von der Souling? Ich schätze mal, es waren nicht mehr als 7. Wir haben echt, glaube ich, 3 Monate für 5 Folgen gebraucht, aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, in jeder einzelnen Folge ist irgendwas in mir gestorben. Immer mehr. Jetzt sind wir hier. Also, ich könnte euch vorstellen, was die ja, alles durchmachen muss. Der Rico, willkommen zurück. Hallo, hallo. Heute Laufversuch Pokémon. Unterbrichst du gerade meine Rede? Wird Momo das Game ohne Hilfe schaffen? Wahrscheinlich. Hallo, Luca, Rino. Ja, ich war eh fertig. Hörst du mich? Hallo? Nee, ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht? Okay, nice. Nee. Was habt ihr so besprochen? Hau mal raus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann auch den Chat hochscrollen. Du wurdest, zum Glück nicht davon angepinkelt, okay? Können wir Momo gegen Lucarino tauschen? Das wäre ziemlich witzig, tatsächlich. Würdest du gerne jetzt mit Lucarino zusammen streamen? Ja. Ja? Weil er ist besser in Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, dass er in sich weitergeht. Aber mit dir ist es auch schön. Es macht echt Spaß mit euch beiden. Manchmal. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, im November ist der 24-Stunden-Charity-Stream, wo wir 24 Stunden live sind und da werden wir auch wieder die Soulink weiterspielen. Also treibt euch den November im Kalender ein. Weit. Vielleicht ist zwischendrin noch ein 12-Stunden-Stream. Und vielleicht sage ich auch mal, ne, mache ich auch, sage ich mal, es ist der gönnerhafte Boss. Mutter Teresa würde sagen, es gibt keinen, der so gönnerhaft ist, Boss. Und ich sage vielleicht auch mal zwischendrin einfach, boah, Luca, hast du Bock? Wir streamen heute Soulink. So, vielleicht. Nee.
Aber nur vielleicht. Dann sag ich nein. Dann sagst du nein. Dann sag ich doch. Dann sag ich okay. Nein, der Dom, da wird sich... Ich sag mal, ich würde abschätzen, ein bis zweimal noch vor November. Ich... Das Wort ist jetzt quasi, ne? Das ist jetzt gefestigt. Ich merke mir das. Schreibt okay. Euch auf. Er hat's gesagt. Ein bis zweimal, mindestens, hat er gesagt. Aber Trolling ist ja jetzt vorbei, wir verlieren ja jetzt. Stimmt, vergesst es. Ist vorbei. Ich weiß zum Glück noch, wo ich lang muss. Alles easy. Ich sehe es. Nein, ich weiß es wirklich. Find's aber cool, dass das den Leuten gefällt, weil eigentlich, ja. Eigentlich? Richtig Pokémon spielen wir hier nicht. Wir drücken einfach. Naja, aber man muss schon, also. Wir machen halt Pokémon mit so, ne, bisschen darüber hinaus noch so ein paar Späßchen. Entertaining. Und so. Entertaining, genau. Pokémon mit Entertaining. Alter. Hat man das gehört? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Brichst du dir irgendwie 1000 Beine? Nee, mein Bruder denkt sich. Nur ich hab gerade meinem Bruder erzählt, ich streame in 12 Stunden. Mein Bruder denkt sich darauf hin, komm, ich werfe Murmeln gegen die Tür von meinem Bruder. Ist bestimmt lustig. Ist doch geil. Ist doch super. Conan, grüß dich. Was geht? Ja, aber du hattest Conan, heute einen alten Tag. Spät. Sehr spät, ja. Ja. Aber besser spät als nie, sage ich immer. Das ist so, ja. Ach, du kämpfst schon gegen den. Super, dann gehe ich jetzt auch. Ich hab nicht geheilt, oder? War ich nicht geheilt? Ach, keine Ahnung. Du hast dich nicht geheilt, nein. Das wüsste ich. Ich habe immer mal ein Auge auf dein Gameplay. Hast du das? Ich habe vorbeigeschaut wie Schielaugen. Komm aus dem Urlaub. Ach, Alter, komm schon. Nice. Dann Gamescom ist wieder Urlaub. Ach, ist ja toll. Schalellos. Wow. Was hast du jetzt gegen? Wenn jetzt eigentlich so viele gerade... Alter, das Handy fällt jetzt zum 10. Mal um. Ich muss mir irgendwas überlegen. Aber ich kann sonst den Chat nicht lesen. Das ist sehr belastend. Ja, warum nicht? So. Wenn jetzt schon mal so viele gerade hier sind, wer von euch fährt denn auf die Gamescom und wohnt irgendwo zwischen Süden und Köln? Also zwischen Bayern und Köln. Ja, Luga, du fährst ja eh mit. Achso, du siehst mich ja. Weil man könnte theoretisch eine Fahrgemeinschaft bilden. Also man könnte auch die Leute zum Beispiel irgendwie noch bei Frankfurt einsammeln oder so. Und dann könnte man zu 4, zu 5 fahren und dann wäre es ziemlich günstig. Och, Bruder muss groß. Was ist denn das? Alter, Krebit. Krebit kriegt erstmal einen schönen Lebensschuss in den Hut. Der mag Krebit. Ihr habt mich inspiriert und das mit meinem Kumpel zu machen. Geil. Wir haben jemanden inspiriert für eine Soul. Alter, oha. Alter, was sind wir denn für Influencer? Wie groß ist unser Impact einfach? Man, der hat ihn doch aufgebaut, den Bildschirm. Der Bildschirm aber ist da und ich bin halt, sehr dankbar dafür. Aber er hat halt auf dem wahrscheinlich mein Gameplay, was er abscreent. Deswegen wird es ein bisschen schwierig. Ich bräuchte 3 Bildschirme eigentlich. Eine Frage beantworten, was für eine Frage? Ich bin übrigens tot. Am Frankfurter Bahnhof warten bestimmt viele Leute. Ja, genau. Hey, warum? Da ich dann Wieso macht das so viel Schaden? Ich bin tot, Bobo. Ich weiß nicht, wer. Irgendjemand ist tot. Kann ich dir helfen, Lucarino? Mir ist nichts. Ich weiß nicht, warum ich jetzt. Warum bin ich tot? Ich weiß nicht. Hä? Das ist ein Schalello. Vielleicht solltest du einen Safari-Ball einsetzen. Was? Alter, Digga, dieses Ding ist einfach OP. Okay. Hä, du bist doch der Profi, komm. Gehst entspannt an den Hasen. Halt die Sau. Ach du kleine, du. Bitte jetzt nicht beleidigend werden gegenüber dem Pokémon. Danke. Ja, nicht gegen das Pokémon. Hast du noch Bälle, Momo? Warte. Schau mal nach. Es sind immer noch 2. Super. Freut mich. Ja. Kack die Wand. Ich verliere. Ich kack gleich die Wand an. Kack die Wand an. Oder ich piss die Wand an. Kack die Wand an. Kack die Wand an. Oh Mann. Schalellos im Regen. Aber kack das ist ein Schalello. Wie findet ihr den Tag die Wand an? Eben, das ist ein Kraftreserv Elektro, ist kotzig im Strahl. Okay, ich sollte mich sehr dringend healen tatsächlich. Denke ich gerade. Ey, mit wem ist das verbunden gewesen? Weiß das jemand? Weil Momo darf das ja jetzt nicht einsetzen. Weiß alles keiner, klar, oder? Fabi. Dann bis später eventuell. Der Stream ist ja noch ein bisschen. Ciao, Fabian. 75. Okay, wie findest du eigentlich Leute, die immer die ganzen Namen vom Chat vorlesen? So, mit den ganzen Zahlen. Das sind mir suspekte Leute. Okay, ich muss noch Collins Frage beantworten, wie es läuft. Beschissen. Aber siehst du ja gerade. Hallo? Alter, dieses Ding ist so OP. Bist du tot?
Der hat sich einmal komplett aufgeheilt. Mit was? Weiß ich nicht. Auf einmal hat er wieder volle HP. Oh. Ganz ehrlich, ich nehme gleich die Sonderbonbons. Da gibt's nichts mehr zu benutzen, weil wir sind, glaube ich, jetzt gleich tot. Du darfst nicht den Flugtypen einsetzen übrigens. Er ist tot. Ja, was soll ich sonst so nehmen? Zeig mal dein Team, wenn ich sehen darf. Zum ja, mein Layout Team ist schon aufgezeigt. Mein Team besteht einfach nur noch aus ja, vier Pokémon. Ja, du hast verkackt. Mach Kampfattacke. Ja, stimmt, du musst die Kampfattacke einsetzen. Hast du dich nicht eingesetzt? Nein. Oder sagt dir das keiner? Ja, ja. Dann habe ich dir das jetzt gesagt. Setz Kampf ein. Okay. Von Christian. Ja. Hammerarm. Alter, rein mit dem Hammerarm. Hast du das die ganze Zeit nicht gemacht? Nein. Alter, das Müllert den ja komplett weg. Ja, das merkst du aber schnell. Okay. Pass aber auf, dass der dich nicht umbringt. Jetzt, ja, ich muss jetzt treffen. Ich muss jetzt treffen. Heil mal auf, oder du hältst auf. Nee. Ist zu aufwendig. Ist zu aufwendig. Hammerarm und schau. Danach heilst du bitte. Reingeschaut und reingehauen. Seid auch ein bisschen underleveled, ja. Manchmal muss man underleveled sein, um einfach wieder im nächsten Schritt 10 Level zu steigen. Weißt du wie, das ist eine Taktik. Achso, der hat sich geheilt, das will ich mal ganz sagen. Wie heilt sich Gribbel? Was hat er noch? Okay, der heilt jetzt auf, macht die Kampfattacke weiter, hast du gewonnen. Da freut man sich. Gut, er hört. Weißt du, er will, dass ich ihm was sage, aber er hört nicht auf mich. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Redest du mit mir? Nee, ich hab Kampfattacke eingesetzt. Hä? Ich hab grad dreimal Kampfattacke. Ja, ist okay. Ich hab Kampfattacke. Ich hab ihn gerade mit Kampfattacke besiegt. Ja, aber es geht mir ja schon ums nächste Pokémon, habe ich schon was gesagt. Ich hab das ja gesehen, was reinkommt. Du meinst Käufwaff. Oder was? Ja, aber jetzt hast du schon ausgewechselt. Dann machst du jetzt mit dem. Und mit was greife ich an? Du wirst ihm, glaube ich, eh keinen Schaden machen. Das ist ein Käufer. Also ich würde am ehesten einfach den anderen heilen und du machst wieder die Kampfattacke. Dann hast du eigentlich gewonnen. Ich habe nicht mehr viel in Heilung. Was ich kann du? Auch nicht den heilen. Wenn ich den jetzt einsetze, ist der tot. Was? Warum? Der hat 11 HP. Wenn ich den jetzt reinpacke, ist er tot. Ja, du kannst ihn doch von hier aus heilen. Kann ich das? Du musst ja nicht rein. Natürlich nee. Kannst du das. Ja, einfach tragen und dann drückst du auf den anderen. Das geht gar nicht. Geh auf Trank. Achso, doch, das geht. Ich dachte, das hielt dann automatisch den, den ich gerade drin habe. Alles gut, Freunde. Never mind. Ja, moin. Normal. Ich bin direkt tot. Ich glaube, ich gehe mal lieber mit Christian wieder rein in die Masse. Ich sag zu dem Waff. Ich sag zu dem Fnaff. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Momo. Momo, hast du noch Bälle? Nochmal werde ich nicht nachschauen, Bro. Alles gut. Ist Noctun nicht Etun? Nein. Nee, ja, das andere Ding ist tot. Aber wir sind, glaube ich, gleich komplett tot. Kann ich ihn mit einem Flammsturm one-hitten? Nein. Kann ich nicht? Heil bitte nochmal auf. Warum nicht? Ich habe gleich keinen Heal mehr. Ja, aber heil so lange. Nicht Fabi! Tot. Das war's mit der Souling, Freunde. Das war's mit das. Also, ich will jetzt nicht pessimistisch sein. Aber das war's, glaube ich, mit der Souling. Geil. Ich glaube, jetzt haben wir gerade verloren. Ja, haben wir auch. Ich habe den falschen geheilt. Ja, ich hab's gemerkt. Setz Hypnose ein. Das ist die letzte Chance. Die letzte Chance ist Hypnose. Würde ich sagen. Und dann vielleicht mit Konfusion verwirren. Bin schon tot, alles gut. Ach, bin so. Tot. Pünktlich um 16 Uhr verloren, sehr gut. Ja, Effi hast du noch. Vielleicht schafft sie Effi noch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, egal, dann fangen wir beim nächsten Mal einfach. Nee, wir spielen das dann einfach nach und dann fangen wir beim nächsten Mal einfach. Aber ich spiele das nach. Ist das weit? Ja, wir haben wie lange dafür gebraucht? Naja, aber wenn wir das privat nachspielen, brauchen wir dafür vielleicht 2 Stunden oder so. Achso, ja, von mir ist es egal, wir können gerne nochmal neu anfangen. Wollt ihr das sehen, Freunde? Nochmal neu im Laden? Nein, nicht neu. Ich meine, ja, safe, ja, oder? Halt ab dem Zeitpunkt hier. Halt. Die Leute sehen es halt ab hier. Beim nächsten Mal wieder. Nein, wir haben jetzt eh verloren. Was soll ich einsetzen? Konfusion.
Vielleicht verwirrst du ihn, ja. Wir machen Konfirmation, Freunde. Ja, genau. Ja, er zieht mir einfach die Hälfte ab, nice. Danke dafür. Oh, bist du rückgeschreckt, ja, nevermind. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke dafür. Freunde, lasst ein Like da. Also ich hab... Hey, du hast ihn wirklich verwirrt. Und jetzt? Wenn er sich jetzt tausendmal selbst trifft, hast du vielleicht noch eine Chance. Und jetzt? Weiter, einfach weiter, Konfusion. Mach einfach. Du schaffst das. Jawoll! Ey, wenn wir das noch hinkriegen. Heil nochmal auf, glaube ich, oder? Leute, soll nochmal aufheilen. Ich habe noch eine Healung, ne? Ja, mach. Okay, ich wollte es ja, ich wollte es noch erwähnt haben. Wenn du jetzt ganz viel Glück hast, ja, hast du den falschen Heil? Ich habe vergessen, ich habe Christian geheilt. Ich bin dumm. Was tust du? Ich wollte einfach schnell healen und hab schnell A gedrückt. Aber der Trank ist nicht weg, oder? Ist der jetzt weg? Ist der Trank weg? Aber der trifft sich dauerhaft. Ne, jetzt bist du tot, oder? Das war's, Freunde, das war's. Jawohl, das war's. Das ist im Eimer, Freunde. Komm doch mit Simon Levive hier nochmal rein. Ich will schnell zu Ende bringen, ich glaube auch. Brüller, jawohl, komm, brüll mal noch ein bisschen an. Flash, das ist ja immerhin was. Der ist übrigens auch tot. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte ich mein Pokémon nicht getötet, hättest du noch gewonnen. Jetzt bin ich schuld. Ja, Freunde, wir legen uns drauf fest, Luga ist schuld, okay? Wer ist schuld? Ja, einmal im Chat, wer ist schuld? Wer? Lucarino. Olli, der ist eh tot, also der ist ja durch mich gestorben, quasi. Ha, keiner schreibt Luca. Doch, Lucarino, das bist ja du. Das, ja stimmt, ja. Nee, das ist mein Phantom. Verloren, pünktlich fast um 16 Uhr. Hype in den Chats. Nice Ending. Ey, aber wir spielen das nach. Spätestens das nächste Mal, wenn ihr das hier seht, sind wir wieder an dem Punkt angelangt. Und dann geht's genau hier weiter. Also, falls ihr das sehen wollt, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten können wir es auch sein lassen. Aber mir macht's trotzdem Spaß. Also, ich würde das auch nochmal nachspielen. Bis hierhin.